Wir von Gotsband Computer legen Wert auf qualitativ hochwertige Arbeit und auf unsere individuelle Kundenberatung. Gotsband Computer steht für Qualität, faire Preise, kompetente Beratung und der Vielzahl unserer Produkte. Wir bieten Ihnen auch Vor-Ort-Service und Hilfestellung bei der Einrichtung von Internetanschlüssen. Gotsband Computer, Remscheid-Lennep. Wir sind in der Sporthalle Klausen und der ehemalige Nationalspieler, Fußballprofi Holger Fach sowie Sebastian Plate, der hier lange Jahre beim FC Remscheid gespielt hat und jetzt Referendar ist. Es war deine Idee, Holger Fach heute hier zu holen. Wie bist du drauf gekommen? Ich sag mal so, ich leite die Fußball-AG hier an dieser Schule und wir wollen da versuchen, alle 3-4 Monate mal ein Highlight zu setzen für die Kinder. Und da ist so ein Star zum Anfassen natürlich sehr gut geeignet. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, früher zusammengearbeitet und ja, so ist das dann zustande gekommen. Wie ist es denn für Sie? Sie haben ja jahrelang mit Erwachsenen gearbeitet oder als Trainer nur eigentlich mit Erwachsenen gearbeitet, dann auf einmal irgendwas mit Kindern zu tun. Ja gut, ich meine, das wird heute sicherlich so sein, dass ich teilweise mal ein bisschen eingreifen werde, denn Fehler, wenn sie denn im Stellungsbereich sind, wenn sie im Schussbereich sind, die sind gleich. Also die sind oben nicht anders als unten. Sicherlich wird Sebi mehr machen und ich vielleicht ein bisschen mehr korrigieren. Und für mich war es eigentlich immer so, dass ich, wenn ich Cheftrainer irgendwo war, mir auch die Jugendmannschaften angeschaut habe. Das ging zwar nicht ganz so weit runter, wie es jetzt ist, also bis 8 oder 10 oder 12, sondern es waren dann eigentlich ja immer Mannschaften, die an den Profibereich oben angekratzt haben, also sagen wir 17, 18. Aber so hat man immer eine Beziehung zum Nachwuchsbereich. Ich denke, den sollte man auch haben. Man kann nicht immer sagen, ihr da unten und wir da oben. Und von daher war das für mich selbstverständlich, als der Sebastian mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich mal eine Stunde vorbeikomme. Wie ist es denn mit einer Fußball-AG? Ist das Ziel, dass die Kinder Spaß am Fußball haben? Oder ist das vielleicht auch eine Zielsetzung, den einen oder anderen näher an den Fußballsport heranzubringen? Ich denke beides. Also die AG findet in der Mittagspause statt und die Kinder, die hier hinkommen, die suchen einen Ausgleich. Und die haben alle Spaß am Fußball. Der eine ist vielleicht etwas begabter als der andere. Eine wirkliche Granate hofft man natürlich auch zu finden, aber im Vordergrund steht hier auf jeden Fall die Spielerei. Deshalb, wir spielen viel Fußball und korrigieren dann während des Spiels. Sie haben ja viel in Ihrem Leben als Fußballer und als Trainer gesehen. Wie sehen Sie das heutzutage allgemein mit dem Fußball? Haben die Kinder eigentlich genug Zeit, die Möglichkeit, Fußball zu spielen von draußen? Das denke ich doch. Ich meine, erstmal haben sie viel, viel bessere Bedingungen als wir früher. Ja, wenn ich heute die ganzen Kunstrasenplätze sehe, Spiel- bzw. Bolzplätze, die gebaut werden, die alle gute Belege haben, dann muss man einfach sagen, das sind Bedingungen, da hätten wir früher von geträumt. Ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, wie es ist, wie der zeitliche Rahmen ist, aber ich glaube, ein Wochenende müsste auch gehen, dass man da sich bewegen kann. Und ich habe zwar keine Kinder, aber ich glaube, mir kann keiner erzählen, dass man nicht zwei oder dreimal die Woche ein Kind anderthalb Stunden, dass sich das bewegen kann. Du bist ja angehender Lehrer, aber auch Vater. Wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich. Also die Belastung in der Schule hat sich verändert, keine Frage. Wir hatten früher keinen Nachmittagsunterricht oder wenn, dann nur ganz selten. Dafür hatten wir Samstagsschule zum Beispiel. Aber ich denke auch, die Zeit ist auf jeden Fall vorhanden. Sie muss halt nur genutzt werden. Dankeschön den Herren für dieses Gespräch. Ja, und wir werden dann immer wieder mal vorbeischauen, wenn du immer wieder Gäste hast, die hier bei deiner Fußball-AG vorbeischauen. Dankeschön den Herren.